Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 29 von Oxygen Not Included. Ja, letztes Mal haben wir hier einen Stromkreis fit gemacht. Ja, da werden wir uns jetzt gucken, was der dritte hier macht, weil der ist auch schon fertig. Mal gucken, wie groß der Stromkreis ist. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein Stück und da wahrscheinlich auch. Da müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht und ja, gucken wir uns nach dem Intro an, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal, was hier los ist. Erstmal die Stromdingens hier. Also der macht das und das und da oben auch noch. Das ist schon mal genug. Der blinkt auch schon wieder. Wahrscheinlich ist er auch überlastet. Dieser Stromkreis geht hier lang. Macht das alles. Okay, ich glaube, da können wir so lassen. Das ist auch gut so. Da kann aber auch noch vielleicht ein bisschen was hinter, glaube ich, ne? Könnte sein, ja. Und der dritte, da fehlt es ja noch ein bisschen, weil kein Strom abgenommen wird, weil hier noch Leitung gebaut werden muss. Und hier auch. Und da muss es dann noch weitergehen tatsächlich. Aber wohin weiß ich jetzt gar nicht. Aber da ist es erstmal bis dahin. Gut. Okay, dann wollen wir da schauen, dass wir da, ja, Prioritäten erstmal ändern, ne? Die Wasserleitung haben die 3 gekriegt. Dann machen wir hier mal die 6 hin. Das war hier. Auf jeden Fall zum Filter schon mal die Leitung fertig haben. Achso, den können wir auch mal höher priorisieren. Machen wir mal auf 4. Okay. Hier wird weitergearbeitet, das ist gut. Hier unten müssen wir noch untersuchen. Haben wir, glaube ich, schon eingestellt, ne? Ne, abreißen machen wir schon. Haben wir schon untersucht wahrscheinlich. Der läuft. Und die Kohle war hier voll und da brauchen wir einen zweiten Behälter, ne? Den machen wir da mal hin. Hier haben wir schon was gepflanzt. Und hier ist viel Chlorgas und das ist alles offen. Und wo kommt das Chlorgas weg, ist die Frage. Hier drückt er rein. Wahrscheinlich, ne? Das bedeutet, wir brauchen da einen Filter, der Chlor rausfiltert, ne? Das ist ganz wichtig, weil hier ist es auch schon. Und ja. Wir sollten vielleicht mal hier eine Schleuse machen, die das da. Automatische Luftschleuse. R war falsch. O war es, ne, oder? Ja. Das würde bedeuten, wir müssen da mal eine Schleuse irgendwie hinbasteln. Ja, wie machen wir das am klügsten? Wir können natürlich hier auch die Luftschleuse das dazu machen, ne? Gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir sollten mal gerade gucken, ob wir. Filtertechnik haben wir doch schon hier. Also hier müssen wir was machen. Ich glaube, da muss die Leiter weg. Damit wir die Schleuse dahin bauen können. Kann das sein? Machen wir mal gerade die 7 dahin. Schleuse war da dann. Okay. Also die Netzauslastung war jetzt wo zu hoch? Aktuelle Last 240 Watt, potenzielle Last 720, okay. Wo ist denn die potenzielle Last jetzt hier? 360, 4, 640. Okay. Ach, hier oben haben wir auch noch einen vorzubauen, okay. Ja, dann wird das noch interessant. Hier liegt was. Ach, die Oxyfarm war da. Haben wir das nicht hier unten vorgehabt reinzubauen? Da ist ein anderer Samen, ne? Oxyfarm. Brauchte. Ich hoffe, der kann auch im Chlor.
Ne, Kohlendioxid geht darunter. Da unten ist aber nicht Kohlendioxid, sondern Chlorgas. Also ist es da unten mit der Farm eigentlich gar nicht so gut, weil wir hier gar nicht das richtige sag schon. Obwohl Kohlendioxid ist hier auch genug dran. Dann lass uns da die Oxyfarm mal hinmachen. Knapp vorbei. Pflanzen. Und mach mal ruhig Acht, dass die da schnell hinkommt. Hier kommt ja durch die Verbrennung der Kohle hier genug Kohlendioxid da zustande, ne? So, da ist jetzt dies von der Leiter weg. Jetzt geht auch die Schleuse dahin. Und strommäßig geht die dann da auch dran, ne? Hier haben wir gar keinen Generator für, ne? Ist auch doof gelaufen, wenn. Hier haben wir schon mal die Pumpe. Sind der Leitungen dafür auch schon gelegt? Oh ja, die sind schon fertig. Ich glaube, dann sollten wir mal, bevor das hier voller wird, diese Pumpe höher priorisieren, damit die fertig wird. Damit da keiner mehr reinkrabbeln muss, genauso wie mit diesen Leitungen. Auch nicht so dolle, ne? Okay. Und wir müssen das mit den Toiletten noch machen. Forschung geht auch voran. Die sind am Essen. Wie sieht es überhaupt aus? 17,9 haben wir. Das ist ja schon mal gut. Sauerstoff in der Basis ist eigentlich auch relativ gut. Außer hier jetzt. Oxyfarm ist schon. Nein, ist noch nicht gepflanzt. Ja, wird mit der Zeit alles werden, denke ich mal. Jetzt müsste man das alles weiter runterdrücken. Wasser ist jetzt hier schon gestoppt. Haben aber noch nicht diesen Level erreicht. Aber ich glaube, wir könnten hier mal das auch wegmachen, ne? Aber ich glaube, da kommen wir nicht so hin, oder? Vielleicht von da? Müsste man mal gucken. Vielleicht müssen wir hier 4 priorisieren. Und da lassen wir 5. Dann wird der hoffentlich zuerst weggenommen. So, hier fehlt es Wasser, ist klar. Hier fehlt es an pflanzbaren. Nee, was fehlt hier? Kein Samen verfügbar, okay. Oh, die drei sind alle da, ne? Das bedeutet ganz schnell hier die Tür auf Auto wieder stellen, damit die da drinnen bleiben. Und hier müssen wir mal ganz schnell graben. Damit das mal zu wird. Sonst geht nachher da noch einer durch, ne? Aber warte mal, da haben wir doch eine Leiter, da müsste doch einer hinkommen, oder? Prio. Mal hier 9 machen. Vielleicht klappt das dann. Die auf jeden Fall auch auf 9. Dass da einer sofort die Tür mal zumacht. So, jetzt mal einer die Tür bitte zumachen. Genau, das ist eine gute Idee. Sehr schön, dann fliegt da schon mal keiner mehr durch. So. Ellie geht nach da. Hier, das kann auch mal noch weg. Erreicht aber 5. Lassen wir mal so. Und hier muss jetzt aber gebaut werden, ne? Sehr gut. Und schon kann da keiner mehr durch. Okay, das hat geklappt. Wird hier jetzt auch noch gemacht? Nee. Ich glaube, die kommen da nicht hin. Aber wenn der weg ist, dann kommen sie dahin. So, hier kann geerntet werden und hier liegt Kohle und Sedimentgestein. Sedimentgestein, aber hier ist noch nicht fertig. Das heißt,
Fertig machen. Fertig machen. Und zwei neue hinbauen. Die aber priomäßig wieder auf 1 liegen. Die ist noch nicht fertig. Die Schleuse. Weil wir müssen zusehen, dass das das Chlorglas hier loswerden. Sauerstoffmaskenkontrollsystem ist jetzt hier fertig. So, jetzt müssen wir das mal deaktivieren. Weil wir keine Masken haben. Anzug liefern machen wir auch. Da hatten wir doch schon welche, ne? Ich glaube schon, oder? Der Sauerstoff muss da ja sowieso noch angeschlossen werden. Der fehlt ja auch noch. Da haben wir noch zu tun. Okay. Also da ist ja schon mal jemand hier gerade vorbeigegangen. Also läuft das noch. Wenn wir jetzt auch hier erstmal vorbeigehen, ne? Aber kriegen wir noch. Forschung ist noch zu Gange. Hier wird Ellie jetzt gerade den letzten Stein da wegmachen. Jetzt kalte Füße gekriegt, aber das passt schon. Ja, die Wassermenge, die da ist, geht ja auf jeden Fall hier noch hin, bevor es hier rüberlaufen würde, ne? Gut, das bedeutet das eigentlich, dass wir hier mal graben. Auf 3 Stellen das alles wegmachen. Und den Boden machen wir auch auf 3. Und arbeiten den hier so hin. Passt erstmal. Da wird Wasser geholt, das ist gut. Wasser haben wir erstmal reichlich. 90 Keime. Wäre schön, wenn wir die gar nicht gehabt hätten, ne? Was ist denn hier drin? Alle gelagert, aber da ist nichts drin, oder? Doch, 63 Sachen, Sandstein. Was ist denn da drin gelagert? Aha, Oxylit ist da drin. Bleichstein muss, glaube ich, auch unter Wasser sein, ne? Der Mordrak, der kann mir das sagen. Aber lass erstmal das Oxalit da drin, ne? Hier wird weitergebaut, das ist gut. Die Leitung ist damit fertig. Geht bis hier in der Strom jetzt. Die Pumpe kommt jetzt auf 7. Dann braucht da auch keiner nahe mehr rein. Ah, wird jetzt auch schon gemacht. Aber gebaut wird es noch nicht, aber doch, jetzt wird es gebaut. Hier geht es auch voran. Bau abbrechen, nee. Wir müssten mal ein bisschen aufräumen hier noch. Vielleicht hier insgesamt aufräumen. Und was geht nicht? Lager nicht verfügbar, die Kohle. Den haben wir hier unten aber schon angeschoben, ne? Lagerbehälter, ja. Ist auch auf 6. Ach, jetzt wird es gerade gemacht wohl. Dann brauchen wir da doch nichts machen. So, der braucht jetzt Sedimentgestein war das da oben, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das war Sedimentgestein. Ich weiß gar nicht mehr, wo das lag. Aber wenn, wäre es jetzt auch nicht so wichtig. Aber die Aufräumaktion, die machen wir mal auf 3 hier oben. Ich mach das mal alles hier. Liegt hier noch irgendwo was? Forschung ist abgeschlossen. Hier liegt auf jeden Fall was weg muss. Und da muss auch weg. Das wird alles weggeräumt jetzt erstmal. So sieht es dann schon besser aus, oder?
Hier laufen wir ja auch öfter lang und so, ne? Deswegen muss das auch sein. So. 112, 113 Aufträge, 111. Das sieht alles gut aus. Kalorien erzeugt 6,8, entfernt 9,51. Das sieht auch gut aus. Hier unten Sauerstoffproduktion ist mehr, wie wir entfernen. Das passt also auch. Strom verschwendet. Okay, wieso verschwenden wir Strom? Oder haben wir null Verschwendung? Ich glaube, wir haben null Verschwendung, ne? Kann das sein? Die Batterie, ja, ist da, aber der arbeitet ja nicht. Dann passt es doch eigentlich, oder? Oder haben wir hier oben noch ein weiteres? Das hier ist noch nicht gebaut. Nein, und das Rad hat man doch schon längst abgebaut, oder? Ich glaube, verschwendet tun wir ja nichts. Was haben wir denn hier liegen? Noch die Kohle. Der ist noch nicht angeschlossen, weil hier das Teil noch nicht gebaut ist. Geht jetzt mal auf 5. Und irgendwann müssen wir auch filtern. Die Pumpe ist ja schon fertig. Und die Wasserleitungen dazu müssen wir noch machen. Die Wasserleitung kriegen jetzt mal hier die Prio 5, 4. Dann sind diese hydraulischen Farmen da auch fertig. Wie heißen sie? Hydroponische Farm. Okay, hier wird aufgeräumt. Phosphorit wurde geholt. Okay. Batterie ist fast leer geworden. Da ist er auch schon wieder am Anlaufen. Das ist auch gut. Ja, die Schleuse. Also hier ist noch Sauerstoff, ne? Aber hier ist schon Chlor. Deswegen ist es schon wichtig, die Schleuse mal zu kriegen. Hier fehlen Rohstoffe. Essen haben wir allerdings genug. Omelettes sollen 2 gemacht werden, fehlen aber die Eier für, ne? Es wird geschlafen, das ist auch gut so. Oh, wir haben ja gar keine Forschung an mehr. Schauen wir noch nach der Forschung gerade. Das war jetzt hier Nahrung. Wenn wir jetzt den Gourmet-Nahrungszubereiter noch machen, sind wir durch mit dem ganzen Ding da oben. Aber wir müssten eigentlich das mit dem Erdgas, mit dem Chlor in den Griff kriegen. Irgendwo was Chlor wegmacht. Solarmodul, Sauna. Obwohl, wir müssten es eigentlich nur rausfiltern, ne? Krankenhaus, okay. Ölpool. Erzreiniger und Entsalzer. Wofür brauchen wir? Was machen wir mit Chlor? Espressomaschine. Oxylit-Refinerie. Molekular Trinkwassersprudler, auch sehr interessant. Luftreiniger. Automatische Luftreiniger, das haben wir ja schon. Hier sind die Schutzanzüge. Ich glaube, so chlormäßig haben wir ja jetzt nichts, ne? Also das heißt, wir müssen das nur erstmal filtern. Und dann müssen wir es... Achso, wir müssen die Forschung auch anmachen, ne? Egal welche. Diesen Kanister haben wir den für Flüssigkeiten nicht, aber für, sag schon, für Sauerstoffabfüllung hier so Gasflaschen machen. Gase. Haben wir dieses Teil schon? Da, ne? Kanisterentleerer, Kanisterfüller, also das geht schon. Eis-E-Kühler.
Hier, Gastank, das ist doch unser Weg hier. Gut. Das läuft erstmal. Hier ist klar, da ist klar. Kohle ist immer noch nicht fertig, oder wie? Ja, wir haben es noch nicht ausgewählt. Jetzt müssen wir hier verbrauchbare Erze und Kohle. Haben wir jetzt. Gucken wir mal hier rein. Hier ist nichts von dem Zeug rein zu tun. Verbrauchbare Erze. Und hier müssen wir jetzt eigentlich noch einen zweiten haben, ne? Bleichstein, oder? Wir packen das beides da rein. Geht auch, glaube ich, ne? Das muss, glaube ich, Bleichstein muss da auch unter Verschluss sein. Gut, aber da würde ich sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ohrarbeit macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.